Mein Vater hat durch seine Arbeit zu sich selbst gefunden. Und auch Apoorva hat gelernt, sich in verschiedenen Bereichen zu verwirklichen. Sie sagt mir, Arbeit ist nicht deine einzige Identität. Sie scheint vielseitiger zu sein als sie. Das stimmt. Wenn Sie noch einmal 30 wären, so wie ich, was würden Sie mir raten? Ein Ratschlag wäre wahrscheinlich, sich zu entspannen. Tun Sie Dinge, die Ihnen wichtig sind, die Ihnen am Herzen liegen. Nehmen Sie sie ernst. Aber versuchen Sie nicht ständig, jemand anderem etwas zu beweisen. In den 30ern verbringt man noch viel Zeit damit, darüber nachzudenken, was andere Leute von uns erwarten, anstatt zu wissen, was man selbst sein möchte. Es gibt viele Möglichkeiten, die Welt zu beeinflussen. Viele junge Menschen haben es sehr eilig zu sagen, ich habe etwas bewirkt. Aber Einfluss stellt sich erst mit der Zeit ein. Es ist eine Reihe von Schritten, die sich summieren, wenn man zurückblickt. Dann wird man sagen können, ich habe etwas bewirkt.